Hallo und herzlich willkommen. Ich quietsche, gleichzeitig sind die Zucchinis fertig. Du kannst hier nichts sagen zu Farm Together 2. Das kennen wir natürlich auch schon aus anderen Spielen. Ich schufte die ganze Zeit hier. Ja, und ich saß hier faul auf der Bank, oder was? Ja, natürlich. Das habe ich gesehen. Die ganze Zeit hast du irgendwelche Briefe vorgelesen. Wie Briefe vorgelesen? Also Briefe wüsste ich... Ach so, ja, ich muss dazu sagen, wir haben ja gerade einen kurzen Aufnahmestopp gemacht. Das ist auch die letzte Folge wahrscheinlich, die wir heute noch aufnehmen. Und da haben wir kurz über eine E-Mail bekommen, geredet, die ich erhalten habe. Das meinte der Ebi wahrscheinlich gerade. Und da war auch irgendwas drin, was ich mir merken wollte, wenn ich auf Aufnahme drücke, um es mit euch kurz zu besprechen. Leider habe ich vergessen, was es war. Es fällt mir aber vielleicht nochmal ein... Ach so, ja. Ich weiß nicht, ob es das war, aber das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch sagen. Ich habe nämlich gesagt bekommen, dass man, und ganz so weit bin ich noch nicht, weil das Haus habe ich natürlich noch nicht komplett vollgelevelt privat. Also die Sachen mit dem Malen und so meine ich. Dass es wohl tatsächlich eine Möglichkeit gibt, ich glaube beim letzten Bild wird das wahrscheinlich dann sein, dass man auch Medaillen wieder im Haus bekommen kann. Also da können sich dann auf jeden Fall alle drauf freuen. Ich sag mal, es ist trotzdem natürlich nicht so schnell in diesem Spiel, die Medaillen zu kriegen. Aber ich habe immer noch Hoffnung, weil wenn man hier auf L drückt, dann hat man halt diese Standard-3-Dinger, die man bekommt. Also mittlerweile haben wir 3, weil wir was gestiegen sind. Oh, die Lehkühner, die sollte ich vielleicht mal reinmachen. Ich meine, die anderen Sachen, die machen wir so oder so. Aber die Hühner nehmen wir vielleicht nicht immer unbedingt auf. Müssten wir dann... Wie viele Hühner haben wir? 42 Stück? Ach du Schande. jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Oh mein Gott, ihr dürft mich jetzt gerne wieder tadeln. Ich habe mittendrin wieder was anderes gesagt und habe wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Und ja, das ist mir tatsächlich auch privat schon mal des Öfteren passiert. Ich finde es immer wieder schlimm, aber es ist leider immer wieder so. Tut mir leid. Es hat da noch nichts damit zu tun, dass man mit den Leuten sprechen will oder so. Oder dass man, keine Ahnung, sondern dass man es einfach wieder vergisst. Oh, warte mal, was ist das wieder eigentlich so schönes für mich? Na gut. Mach jetzt, hab ich's verstanden. Der Epi hat's verstanden. Ich weiß zwar noch nicht so genau was, aber vielleicht Nein, erklärt warum das ich uns. Auf einmal eine voll bin beim Tanken und mal nur so ein bisschen immer reinkriege. Das ist einfach, weil wenn du die Tankwagen lange nicht benutzt, dann macht dich ein Tankwagen fast ganz voll. Die haben halt auch so eine Zeit, wo die sind nicht immer gleich gefüllt. Ach so, dass die unterschiedlich gefüllt sind, meinst du? Ja, weil ich war jetzt an dem ganz weit entfernten weg und hatte komplett meinen Tank leer und der hat den fast komplett voll gemacht. Dann war ich jetzt gerade wieder leer und wollte dann dem einen hier gehen, wo wir öfters dran gehen, hier neben dem Hauptfeld hier beim Haus in der Nähe. Und der hat mir nur so ein Viertel gegeben. Ach so, das meinst du jetzt mitunter? Ja, ja, klar, das ist klar. Da haben wir noch nichts. Das können wir aber bald. Was ist mit den Blumen? Blumen hatte ich eben schon geguckt, da war... Ach, warte mal. Man sieht die Ausrufezeichen. Scheiße, hätte ich jetzt vorher nachgucken sollen. Sind die? Die sind hinter mir links, wenn ich das richtig verstehe. Aber nee, hinter mir links ist gar nichts. Oh Gott, wo laufe ich jetzt gerade hin? Ich laufe jetzt genau... Nee, ich laufe eigentlich richtig. Dann würde ich die Ausrufezeichen nämlich mal suchen. Aber wie gesagt, das mit den Ausrufezeichen hatte ich vorher noch nicht. Ich spreche gerade mit Oma Lucy. Ich möchte meine Familie... Nein, wir brauchen einen größeren Fisch dafür. Mit so einem Walsymbol. Nein. Du hast keine. Und worauf wartest du? Ja, darauf, dass ich die Quest machen kann. Scheiße, wir müssen so einen anderen Fisch gleich mal hinstellen. Hallo, Oskar. Der hat genauso grüne Haare wie du. Und der ist bestimmt schon über 60. Schau, lass uns einen Deal machen. Ich gebe dir diese Medaille für ein, diese Medaille für ein paar Diamanten. Das ist ein einziger und einmaliger Deal. Stell einfach keine Fragen. Ich stelle keine Fragen. Das ist meine erste Quest in dieser Art. Ich muss einen Screenshot machen. Wir geben jetzt 10 Edelsteine ab, Schatz. Du musst stark sein und erhalten zwei Medaillen dafür. Hier bitte, denk daran, wenn sie Fragen stellen,
Haben wir uns nie getroffen. Ich weiß nicht so genau, ob das so legal war. Aber es ist mir egal. Ich habe 2 Medaillen gerade für uns verdient. Warte mal, die Troller hier, die hatten wir gerade. Das waren auch die einzigen 2. Okay. Was natürlich noch cool wäre, wenn man die markieren könnte. Ich glaube, das geht nicht, oder? Nee, das geht anscheinend nicht. Wäre aber auch cool. Wäre vielleicht mal so als Hinweis so an die Entwickler, wenn man hier diese Leute markieren könnte und dann irgendwas einen dahin führt, wo die gerade sind. Das wäre ziemlich cool. Weil ich habe da irgendwie so meine Probleme mit der Orientierung auf der Karte. Die ist zwar nicht besonders groß, aber manchmal gucke ich so und manchmal gucke ich so und dann laufe ich irgendwie doch in die falsche Richtung. Das war jetzt einfach ausgedrückt, aber es hat wieder keiner verstanden, ne? Nee. Und der Rest hat nicht zugehört. Also so wie du. Der lacht ja dann auch noch immer so dreckig, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Paprika und Tomaten hätte ich noch im Angebot. Paprika wären durch, die könnte ich machen. Paprika, Paprika. Jetzt bist du weg, du warst doch gerade noch da. So, hatten wir nicht da hinten auch noch entweder Paprika oder... Oder Tomaten waren das. Oder gar nichts von beiden. Doch, da hinten. Er hat den Würsing hochgemacht. Achso, den kann ich noch gar nicht pflanzen, wenn er noch 4 Minuten braucht. Sagt das doch. Jetzt stehe ich hier hinten so schön. Und singe und alle flüchten weg. Ich habe auch was gelevelt. Nee. Doch. Du machst die ganze Zeit, du gibst wieder nur Diamanten aus und Geld. Hallo? Ich habe uns dafür eine neue Tankstelle quasi gesichert, ja? Vergiss das nicht. Ich gebe hier Geld auf. Es tut mir mal leid, meine Lieben, aber ich muss euch mal kurz füttern. Danke. Oh, ich brauche die nächste Jahreszeit. Ich muss den Roggen machen. Wir brauchen Geld. Geld, Geld, Roggen Geld. Roggen oder Weizen? Roggen, Weizen? Nee, Roggen, Weizen haben wir noch nicht. Nee, Weizen haben wir. Wir haben noch keinen Roggen. Hä? Was denn? Das erste Roggen? Was denn jetzt? Das ist ab 23 erst. Okay. Ich muss mich beeilen, sonst ist der Epi ganz schnell da. Jetzt hat er hier einfach Oma Elfriede hier gezeichnet. Was soll die denn hier? Was bist du? Das ist nicht Oma Elfriede. Das ist Oma Elfriede, die hat kurze Haare. Du weißt doch, so ab 60 fangen sie mal alle an, die Haare auf Schulterlänge zu schneiden. Nein, aber es ist wirklich so. Also jetzt nichts gegen ältere Leute, aber... Nicht nur in meinem Umfeld ist es mir ganz extrem aufgefallen, dass je älter die Leute werden, umso kürzer werden deren Haare. Manchmal haben die auch plötzlich so Kurzhaarfrisuren. Also ich sage immer Männerfrisuren, ne, weil die so ganz kurz sind. Manchmal, also das ist bei, nee, bei meiner Oma war es nicht, aber es war bei einer Oma von einer Freundin damals. Die Haare sind dann ganz kurz geworden. Meine Oma wollte quasi das Ganze nicht so mitmachen. Die waren immer etwas länger, also nicht so extrem kurz, sage ich jetzt mal. Dafür waren die allerdings strohig, weil die bis zum Ende, strohig hört sich jetzt doof an, aber weil die bis zum Ende mal gefärbt hat. Und die hat halt das Problem gehabt, dass sie dann so ähnlich kaputt waren wie bei mir, durch das jahrelange Färben. Und ja, dadurch sahen die dann am Ende halt nicht mehr ganz so schön aus. Da muss man sich dann halt entscheiden. Möchte man die Farbe haben? Ich persönlich würde immer die Farbe bevorzugen. Aber ich habe halt auch... Oh, was haben wir denn? Ist mit dem Spiegeleis neu dazugekommen, ne? Man kann leider auch... Ja, das habe ich gerade gemacht. Das hab ich. Man kann leider auch nicht sehen... Ja, stimmt, das ist Level 2. Man kann leider auch nicht sehen, wie viele man davon hat. Das finde ich ein bisschen schade. Da musst du halt immer im Inventar dann gucken. Oh, du kannst jetzt hier Royal Gala Apfelbaum machen, aber der kostet 1850 einer.
Bringt was aber waren auch diese 100... rosanen oder roten oder sowas, ne? Ja, diese roten. Und bringt natürlich 125 ah, hier, pro genau. Baum. Ist aber auch nur noch alle zwei Tage. Aber den würde ich als letztes machen, weil der ist wirklich sehr, sehr teuer. Haben wir den Bananenbaum? Hatten wir ein paar? Pfirsichbaum haben wir nur einen, okay. Na gut, die, aber wir sollten erstmal die Blumen machen, würde ich sagen. Mhm. Weil die können wir nämlich etwas schneller will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die haben. Wieso haben wir denn schon Tulpen? Weil wir aus Holland kommen. Ja, nee, ist klar. 6 Stück von denen im Besitz, aber von denen hatten wir, glaube ich, auch eine Quest. Da müsste ich ein bisschen mal. Ich weiß aber nicht, ob wir die Quest jetzt noch haben, muss ich dazu sagen. Ja, ich mache da trotzdem noch mal ein bisschen mehr rein. So, ein neuer Morgen ist gestartet. Guten Tag. Heute ist ein toller Tag. Heute gibt es alles, was ich mag. Die Wassermelonen können wir in 8 Minuten verbessern. Und genau, den Weizen, den können wir jetzt immer hier. Dein einsames Feld hier alleine, ne? Ja. Was der EP unbedingt so mitten im Nirvana hier reinsetzen musste. Oh Gott, was, wir haben hier so ganze Reihen davon und du stellst das hier keine Ahnung wohin. Das war, glaube ich, auch fertig hier hinten, oder? Ja. Jetzt kommt erstmal ein kleiner Finanzboost. Guten Tag. Level 7, das sind aber noch nicht so hoch. Weil wir brauchen unbedingt die Gerste. Wenn das nur halbwegs so ist wie im ersten Teil. Also auch wenn vielleicht alles jetzt weniger ist vom Effekt her, also dass man weniger Geld kriegt und so, aber wenn das im Vergleich immer noch das Beste ist, ne, was du halt eben anpflanzen kannst, auch über einen kürzeren Zeitraum halt, jetzt nicht über 24 Stunden oder so, brauchen wir auf jeden Fall die Gerste. Müssen wir gucken, dass wir das auf jeden Fall schaffen hier. Ich gehe gleich nochmal kurz Weizen verkaufen. Oh, toll. Das war aber nicht so geplant. Ich wollte nur das eine Feld nochmal kurz machen hier. So, ich bin ein bisschen Notfall hier. Zack. Oh, warum bin ich jetzt auf einmal so müde? Weil wir schon sehr spät am Abend haben. Und eigentlich gehörte Epi ins Bettchen, aber der wollte wegen euch extra noch wach bleiben. Genau, nur wegen euch. Ja. Wir wollten noch eine Folge auf jeden Fall aufnehmen. Okay, vielleicht habe ich ihn auch dazu gezwungen, aber... Ja, ja, wie immer. Nein, aber ich habe dich ja eben gefragt. Ich habe ja gesagt, sollen wir das denn noch machen, noch eine Folge, oder willst du lieber jetzt aufhören? Da hast du gesagt, nee, eine Folge kriegst du gerade noch so hin. Wenn du dir Streichhölzer in die Augen reinschiebst, sodass du noch was mitbekommst, dann kriegst du es noch hin, hast du gesagt. Ja. Warum erinnere ich das jetzt an Zoo? Ich weiß auch nicht. Oh Gott. Ich muss mal eben was malen. Warte mal, ich muss mein Bild malen. Jawohl. Ich will sehen, was du malst. Da kann nur was Komisches bei rauskommen. Ich weiß, wie der EP malt. Ich hab dich in alt gemalt. Siehst du, ich sag doch, da kann nur was Komisches bei rauskommen. ach nee, das ist die Wassermelone. Das ist gar nicht die normale Melone. Aber die müssen wir auch eigentlich mal leveln. Da mache ich mal hier auch was hin. Müssen die ja alle so ein bisschen leveln, ne? Die ist ja jetzt Stufe 1. Die haben wir jetzt freigeschaltet. Da musst du dann wohl ein bisschen aufpassen, wenn du die pflanzt, ne? Oh. Ach, ich hab schon wieder kein Dings. Dass du dann auch jeweils die Wassermelone oder die Melone halt eben tauscht, ne? Hier, der ist leer. Da ist doch noch was drin. Lügt mich nicht an hier. Ihr Schweine. Obwohl, die Schweine, die sitzen da hinten, die sind die Hälfte der Zeit immer am Pennen. Hat mir das Benzin geklaut? Ja, da hinten war ja keins mehr. Und ich habe halt keins gerade. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich mache. Achso, ich wollte die da hinten machen. Genau. Der Einzige, der hier am Arbeiten ist, hat jetzt kein Benzin mehr. Nö, ja, du machst doch den ganzen Tag nichts. Du hast sogar ein T-Shirt. Soll ich von deinem T-Shirt erzählen? Was für ein T-Shirt? Ich habe keine T-Shirts. Auf dem T-Shirt steht drauf, dass du leider nichts hören kannst, weil du am Spielen bist. Und wer spielt, der arbeitet nämlich nicht. So.
Doch, der arbeitet viel mehr. Ja, genau. Wieso mache ich das eigentlich? Ich bin auch gut. Also mache ich das hier alles mit der Hand? Die Müdigkeit schlägt bei mir langsam auch Bahnen. Heute konnte ich auch nicht so richtig ausschlafen. Warum nicht? Weil ich nur noch Albträume... Seitdem hier die Wespe drin war, habe ich nur noch Albträume von Wespen irgendwie. Schlimm. Ganz schlimm. So, mache ich euch mal hier. Ich glaube aber trotzdem... Ja, da muss ich auf jeden Fall... So, ich mache das jetzt mal. Das nervt mich die ganze Zeit, dass das so ungerade ist. So. Das Problem ist halt, wenn man Perfektionistin ist, dann nervt einen so ziemlich alles. Also im Sinne von, dass es nicht richtig ist, ne? So. Das ist besser auch zu fahren. Jetzt ist die Frage, hat der Epi hier meine Notfallreserve schon benutzt? Nee, er hat er noch nicht gefunden, bestimmt. Deswegen hat er die noch nicht benutzt. So. Äpfel können wir auch wieder verkaufen. Ich weiß nicht, ob du gerade zur Stadt bist. Ich glaube nicht, ne? Nee. Da hätten sie eigentlich mal so ein optisches Signal machen müssen, wenn der andere zur Stadt ist. So nach dem Motto, Mirp. So ähnlich wie bei der Begrüßung. Dass man das... Hä, wieso ist die Stufe da oben? Dass man das irgendwie mitbekommt. So. Nein. Ja, ist okay. Ich war auch völlig im Falschen drin und habe auch gar nicht richtig geklickt. Ich bin da nur drauf gekommen. Mann, macht mich hier doch nicht total bekloppt. So. Aber was ich gut finde, dass du zumindest als Ausgleich dafür, dass du offenbar ja sehr viel... Also mir kommt es zumindest so vor, dass man sehr viel weniger Benzin hat. Es kann aber auch sein, muss ich jetzt fairer halber auch dazu sagen. Ich bin es ja vom ersten Teil gewohnt, dass ich, egal wann ich eine neue Farm aufmache, immer auf Max-Level rumlaufe. Ne, 250 ist ja Max-Level vom Spieler-Level her bei Farm Together 1. Es kann natürlich sein, dass... das dementsprechend dann natürlich sich auch nochmal ein bisschen ändert, wenn man mehr hat. Also vom Spielerlevel her meine ich jetzt, ne? Das will ich jetzt gar nicht abstreiten, weil ich kann es halt nicht ausprobieren, weil ich im Moment noch nicht höher bin. Trotz, dass ich hier gegrindet habe ohne Ende heute, weil ich einfach so... Ja, es ist halt wie Farm Together 1, ne? Also klar, man hat andere Sachen drin und es fehlt noch jede Menge, die jetzt hier nicht drin ist. Die aber laut Entwickler zumindest noch kommen wird. Siehst du, dass da einer was reingepostet hat in irgendwelchen... Das ist doch... Der Pop ballert das in alles rein, in Vorstellungen, in Chat gerade. Wovon redest mal kurz du jetzt gerade? Ja, in deinem Gameplay in Discord wird gerade alles zugespammt mit... Von irgendeinem Rice Grain, kenne ich nicht, wer das ist. Der ballert in jedem Ding, ballert er eine Werbung rein. Dieser Link ist aber... Kein Steam-Link, das ist was anderes. Also wir machen kurz einen kleinen Notfall-Cut. Mach mal einen Cut. So. Ich habe auch gerade noch mal was im Haus aufgesetzt. Der Epi hat eine Suppe aufgesetzt im Haus. Eine Suppe. Nee, da so können wir keine Suppe. Nullen von machen. Ja, wir haben das kleine Problemchen beseitigt. Lustigerweise ging das mit einem Klick oder eigentlich zwei. Man musste einen Rechtsklick machen und dann Nutzer bannen. Nein, eigentlich waren es drei. Man musste noch auf Spam drücken, dass wir als Spam... markiert wird sozusagen. Ja, so schnell kann das gehen. Ich konnte nur leider nicht sehen und da muss ich jetzt nochmal kurz reinklicken, weil ich nämlich im anderen Fenster drin war, nämlich da, wo ich immer kontrolliere, ob der auch wirklich aufnimmt. Aber dafür ist es ja gut, wenn der Epi, der ja auch gleichzeitig mein Admin ist, wenn er dann da mal so ein Auge drauf hat oder aus dem Augenwinkel sieht, dass da irgendwo was aufplöppt, was eben nicht aufplöppen sollte. Das heißt, ihr Spammer da draußen, ihr habt keine Chance. So, jetzt habe ich alle platt gemacht. Jetzt sind sie alle haben jetzt Angst vor mir. Jetzt hat er den hier schon wieder. Achso, das habe ich gemacht. Ich habe nichts gesagt. Ich behaupte das Gegenteil. Moment, wenn ich schnell bin, kann ich noch mal eins hier oben draufsetzen. Was meinst du? Die hatten vorher schon Angst. Ich bin halt eine ängstliche Persönlichkeit, genau.
Genau. Der war nicht cool. In einer Minute, 21, 17 Sekunden kann ich die gelben Clownfische endlich fertig ernten. Schnapp dir die Clownfische, ja! Hau drauf mit dem Köcher. Oh, Moment. Wir nutzen die letzten Sekunden aus. Wir gehen zum Endsport über. Wir schaffen das noch, hier eine Reihe Paprika neu zu machen. Scheiß drauf, dass das voll ist. Achso, du warst jetzt gar nicht verkaufen in der Zeit, wo ich das gemacht habe, ne? Dann gehe ich nochmal eben kurz zur Stadt rüber. Ah, ist jetzt alles so ein bisschen durcheinander hier. Also ich kann euch wirklich nur raten, schaut euch immer genau an, was ihr bekommt bei den E-Mails, die ihr bekommt. Klickt nicht einfach auf irgendwas drauf. Klickt am besten gar keine Links an. Wenn ihr irgendwo was habt mit Links, dann, ich sage jetzt mal, ihr seid auf Steam und Steam schickt euch was und da ist ein Link mit dabei. Abgesehen davon, dass ich bei Steam, glaube ich, noch nie einen Link gesehen habe, wenn ich mich richtig erinnere. Dann auf jeden Fall lieber auf Steam selber gehen und gucken, ob man das da auf der Seite findet. Weil wenn man es nicht findet, ist es, nehme ich mal stark an, Fake. Also lieber mit der Hand irgendwas eingeben, sich mal eben 30 Sekunden mehr Mühe machen, sage ich mal. Dafür dann aber, was das betrifft, safe leben. Und dann natürlich auch für die anderen ein bisschen mehr safe sein. Also sprich, dass man dann nicht irgendwelche Discords oder so vollballert mit irgendwelchen Spam-Links. Es tut mir leid, Schatz, ich musste mal eben was machen. Ich habe aber nichts gemacht. Ich komme jetzt zu... Oh, warte mal. Das sind aber jetzt zwei Angebote. Ja, hast du irgendwas kaputt gemacht? Nein, ich habe nur was ausgegeben. Ich musste eine Verbesserung im Lager machen. Wir müssen ein Porträt von der Großmutter malen. Ha! Hey, hast du irgendwelche Pilze? Es ist für ein Experiment, welches ich machen möchte. 5 Pilze gegen 25 Edelsteine. Machen wir doch. Nun, das Experiment hat nicht funktioniert, aber du hast deinen Teil dazu beigetragen. So, hier ist deine Bezahlung. Vielen Dank. Ich hätte dir aber auch so schon sagen können, George, dass es nicht funktioniert, Pilze in Edelsteine umzuwandeln. So, jetzt schauen wir direkt mal. Von wo kommt der denn jetzt? Bin ich doof? Das war eine rhetorische Frage. Von über dem Wasser. Also muss er doch von da kommen, genau. Da, Hallöchen, du bist nicht die von zuletzt. Du bist jemand anders, oder? Oh ja, ich gebe dir gerne 20 Salat für 30 Edelsteine. Was ist denn hier los? Also die mit den Ausrufezeichen, die waren ja vorher noch nicht da. Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Ich hatte immer nur andere Zeichen irgendwie da drauf. Die sind aber jetzt nicht mehr da. Oder waren es doch Ausrufezeichen? Ich bin, aber nee, da waren aber andere Zeichen. Ich glaube, die hatten auch diese Kisten oben drauf, oder? Du bist irgendwie maximal verwirrt. Ja, gerade so ein bisschen schon. Ich muss mir nochmal das erste Video angucken, ob die jetzt tatsächlich, was die jetzt tatsächlich auf dem Kopf drauf hatten. Vielleicht erzähle ich auch gerade Blödsinn. Ich brauche aber nochmal 120 Edelsteine für den nächsten Shop. Und für 5 könnte ich das mit dem Lagerhaus bauen. Soll ich das mal eben machen, Schatz? Also ich habe das auch gebaut, habe aber immer noch nicht ganz... Also das erweitert anscheinend alle deine Lagerräume. Ja, aber dann kann ich das... Du willst jetzt nicht unbedingt... Wir könnten noch eine Tankstelle dann bauen, wenn ich das ausgebe. Deswegen bin ich jetzt... Ja, aber wie gesagt, also ich komme gerade klar mit dem Benzin hier. Gut. Ja, du bist ja auch gerade allein. Ich bin ja nicht da. Gott sei Dank. Jetzt habe ich so viel Benzin hier. Oder ich könnte auch einmal das Lagerhaus erhöhen. Was würde jetzt genau 2 Medaillen kosten? Was hättest du lieber? Ich dachte, du musst es erstmal bauen. Du hast ich habe es ja gerade gebaut. Ja, weiß ich nicht. Mach das mal. Erhöhe es einmal. Also ich habe es privat schon auf Level 7 oder 8, glaube ich, mittlerweile. Macht natürlich trotzdem nicht viel aus, aber... Also... Das finde ich persönlich, ehrlich gesagt, sehr traurig. Ich hoffe, dass die da wirklich eine Verbesserung noch machen, weil ich bin es halt gewohnt, von jedem einzelnen meiner, ich glaube, ca. 25 Farmen von Farm Together 1, ich bin es gewohnt, dass jede Farm 25.000 bis 30.000 an Lager hat. Und das ist jetzt der Durchschnitt. Du kannst es jetzt nicht sehen, es sei denn, du drückst auf Tab. Drück mal kurz auf Tab, dann weißt du, was ich meine. Es ist ein Riesenunterschied. Und ich komme damit auch nicht so ganz klar,
gebe ich auch zu. Ich meine, gut, das ist jetzt natürlich mein persönliches Problem, wenn ich damit jetzt nicht so klarkomme. Ja. Warte mal, dann machen wir da das andere Geschäft hin. Dann mache ich dieses Pilzgeschäft, das brauchen wir eh nicht so oft, mache ich dann hier um die Ecke. So, hier. Pilzstand, nicht Pilzgeschäft. So, wir haben eh nur 20 im Moment, weil wir haben die auch eben noch getauscht. Gucken wir nochmal eben. Ja, ist jetzt keine mehr. So, Home Sweet Home. Und wir sind nicht in Alabama. So, irgendwie sind die Tiere nie. Ich fütter die immer nur, aber da kommt nie was. Bist du die zwischendurch am Abernten? Nein. Nee, ich meine jetzt nur, ob die jetzt echt so lange brauchen oder ob du die zwischendurch mal abgeerntet hast. Nee, ich ernte die ab. Wenn ich sehe, dass die da sind, dann ernte ich die ab. Ja, und ich fütter die dann immer wieder. Ist doch ein guter Job auf Teilung. Ist doch gut, wenn du das machst. Nur ich wundere mich halt, das kann doch nicht sein, dass die gerade die Leghornhühner... Ja, weil das ist doch die Quest gerade. Deshalb mache ich das ja auch immer, dass die dann... Ja, aber dass die so lange brauchen, da denke ich dann immer, die brauchen doch normalerweise nicht so lange, weißt du? Und dann wundere ich mich immer total und denke dann, was hat der Ebi denn hier wieder verzapft, weißt du? Also wenn irgendwas ist, meistens steckt der Ebi dahinter. Nee. Nee. Wenn er das schon so sagt, nee. Warum fährst du hier einfach sinnlos rum? Nee, warum nicht? Ich bin hier gerade am gucken, was, also die sind durch. Die Hühner könnte ich nochmal machen hier oben. Außerdem bist du doch hier alles gerade am machen. Ah, die Melonen kann ich nochmal erneuern. Welche sind denn hier drauf? Das sind doch die normalen, genau. Das sind die normalen hier. Hatten wir Tomaten? Ja, wir haben Tomaten jetzt. Wieso haben wir hier hinten eigentlich Kürbisse drauf? Weil da Kürbisse drauf sind, weil die lange brauchen. Deshalb sind sie auch lang weg von uns. Lang weg von uns vor allen Dingen. Weit weg. Wie auch immer. Kartoffeln waren das, ne? Denk dran, dass wir die Kartoffeln nicht wegmachen, die normalen. Weil wir, die müssen wir auch noch leveln, um die andere, diese dritte Kartoffel dazu kriegen. Ich meine, es war eine goldene Kartoffel. Schatz, kommst du mal bitte zu mir? Wo bist du denn? Ganz hinten, am A der Welt. Na, da ist kein Schnellreisepunkt, da kann ich nicht hinkommen, das dauert zu lange. Ja, da bin ich echt am Überlegen, ob wir hier mal einen hinbauen sollen, weil das ist so lange. Also ich habe mir da auch einen hingebaut auf meiner, das ist ja auch so weit weg bei mir. Ja, da müssten wir nur eine Quest erstmal machen, dass wir zwei haben. Wieso? Hä? Ja, wir haben doch jetzt die Medaille nicht, die haben wir doch gerade investiert. Du hast die alle verballert. Das Lager. Du hast ja gesagt, ja. Guck mal, was ist das denn hier? Das hast du gemacht. Ja, 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 ja. Mach das weg. Mach das wieder sauber. Ich wollte nur, wenn ich sage, Schatz, du hast hier hinten schon wieder irgendwo Erde hingebaut, wo man keine, wo wir keine haben wollten, dann kommt vom Epi nämlich nur, nö, das habe ich nicht. Und das sehe ich auch nicht, weil ich fahre gerade nicht hinten rum. Ne? Nee, das war ich auch nicht. Das war bestimmt du. Genau, so hinten kommt ist nichts bewässert. Wo bist du da? Du läufst noch rum und hallo, kannst du mal hier die letzten Möhren noch machen? Ich habe nämlich kein Benzin mehr hier hinten. Und die Hühner hier für die Quest noch mal eben abernten. Ich muss mir mal vorne was holen. Ich habe auch kein Benzin mehr. Das reicht nicht wahrscheinlich. Na, warte mal, hier habe ich ein bisschen noch... Achso, wir sind drin. Zucchini brauchen wir nicht. Schaffst du die Dings noch? Ja, ne? Nee, nee, nee. Wirklich nicht? Ich hab nur noch für ein Feld Platz vielleicht. Ja doch, bewässern konnte ich das eine noch. So, dann schauen wir mal. Was ich aber schön finde, diese Wege hier. Also wo wir drauf laufen. Ich ja gemacht gerade. Nein, ich meine diese Wege, wo wir drauf laufen, dass die standardmäßig drin sind, weil die anderen vom Farm Together 1, die fand ich optisch nicht so schön wie die hier. Diese Standardwege. Und die hier finde ich ziemlich cool von der Optik her. Die
Würde ich sogar so stehen lassen und so überall auf der Farm nutzen. Kommt jetzt hier schon wieder der Streifen eigentlich her? Den habe ich nicht gemacht. Nee, ich bin gerade... Warte mal, ich bin wieder völlig... Ach so, hier bin ich. Nee, dann... Welcher Streifen? Aber den Streifen habe ich... Habe ich den jetzt selber gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Welchen? Das, wo du das abfarmst hier gerade? Ja, wo ich hier gerade neu mache. Nee, das habe ich gemacht. Aber gerade noch sagen, den habe ich nicht gemacht. Aber nicht wissen, worum es geht, weißt du? Oh. Ja, komm weiter. Schafft euch nie einen Mann an. Wir sollen diese Kartoffeln machen. Da habe ich die Kartoffeln darüber gemacht. Ja, rüber. Er hat mein Notfall-Kraftstofftank entdeckt, du Sau. Jetzt ist der leer. Jetzt mach noch eben... Ah, nee, das sind gar keine Kartoffeln. Die können wir jetzt gerade hier nicht machen. Du Sau. Aber hier kannst du vielleicht nochmal bewässern. Hier beim Weizen, damit der schneller geht. Und hier hinten... Ach, wieso kann ich eigentlich... War der hier auch schon oder kann ich hier noch ein bisschen was holen? Okay, hier kann ich noch da was holen. Da war ich jetzt eben ein bisschen eine Weile nicht mehr vorne. Ja, da war jetzt endlich noch mal was drin. Wisst ihr, kaum bin ich hier aus dem Loch hier von dieser Stadt zurückgekommen da. Schon ist hier wieder alles total durcheinander. Kannst du das auch mal bewässern? Dann gehe ich woanders hin zum Bewässern. So. Hast du die hier vorne gemacht? Ja. Okay, dann würde ich eigentlich fast sagen, soweit haben wir nochmal die Runde durch. Genau, geh nochmal nach innen, das wollte ich mich auch noch gesagt haben. Ich gucke nochmal eben hier vorne wegen den Tulpen. Ich weiß nicht, hattest du die? Na, es ist schon ein bisschen her, dass du die gemacht hast. Fische können wir gerade auch keine machen. Ich setze hier aber nochmal ein bisschen Kugelfisch hin. Och, wir haben schon wieder neue bekommen. Das ist aber jetzt blöd. Was habe ich denn hier gemacht? Wir hätten jetzt hier die Schweine auf einmal so aufgeschreckt. Habe ich gemacht. Die habe ich mal geweckt. Die waren da so faul. Die haben da so rumgelegen. Ich finde das aber auch irgendwie süß, wenn die da im Schlafen sind. Ich finde das so geil, wenn du die da so rumschubsen kannst, dass du die da zusammenlegst. Ja, dass du die wieder nur rumschubsen willst, war mir klar. Ja, wenn die müssen doch zusammenliegen, wenn die schlafen, damit die es warm haben. So. Dann habe ich die Kugelfische jetzt auch mal auf das gleiche Level gebracht wie die anderen. Ich werde es dann so machen, bis wir wieder die Zeit haben, zusammen aufzunehmen, dass ich mal hin und wieder so einmal am Tag oder so hier mal über die Farm drüber laufe, alles mal eben neu setze, was ich so kann zu dem Zeitpunkt. Also nicht wundern, wenn wir dann auf einmal zwei Level höher sind oder so. Ich mache aber nichts anderes. Also ich verkaufe natürlich zwischendurch, mache dann aber nichts anderes als das, was wir jetzt schon gezeigt haben. Das Einzige, was ich jetzt mal gemacht hatte während eurer Abwesenheit, das war hier das Haus eine Stufe weiterzumachen. Aber zu Ende gebaut haben wir es ja dann im Let's Play. Deswegen ist das, denke ich mir mal, nicht so schlimm. Was auch, ich mache jetzt zum Abschied so, na, ich muss mich erstmal drehen. Mache ich jetzt hier mal so einen wunderschönen... Och ja. Ich weiß gar nicht, wo ich draufklicken soll. Entweder klicke ich auf Screenshot oder ich... Du bist echt gut. Oder ich mache hier Fotos. Du kannst es. Warte, kann ich das auch im Fotomodus machen? Ich schaff's es. Ich kann es auch im Fotomodus machen. Ja. Ich schaff's es. Moment, jetzt. Oh ja, das ist ein schönes Bild. Ja, mit diesen wunderschönen Bildern, ich kann nur die Pinterest-Seite von mir empfehlen, ne? Mit diesen wunderschönen Bildern, und da werden auch demnächst die Tage nochmal schön welche hochgeladen, kann ich mich für heute nur verabschieden. Wir schicken den Epi jetzt ins Bettchen. Und wie gesagt, wundert euch nicht, wenn wir dann in der nächsten Folge wieder reinkommen, dass vielleicht das Level ein bisschen gestiegen ist oder ja, eigentlich viel mehr wird es nicht sein, denke ich mal, weil alles andere wirst du ja automatisch dann wieder verkaufen und so weiter. Kann sein, dass ein paar Medaillen vielleicht noch dazukommen, wenn man was abgeschlossen hat, aber ich werde nichts großartig machen, damit wir halt beim Let's Play immer auch schön mit dabei sind, aber ich werde es halt so zwischendurch, ne, damit man auch mal ein bisschen vorankommt und mal wieder was Neues dann sieht im Let's Play selber. Ja, ich sag dann einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Ciao. Ciao. Mach das nochmal. Was? Ciao. Ah, ich habe jetzt ein schönes Bild. Ich klaue nochmal Benzin schnell, damit ich das voll habe beim nächsten Mal. Für du kleiner Penner. Hey. Jetzt setze ich mich auf die Bank und dann gehe ich raus. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.